meine Liebe, mein Lieber, ich grüße dich hier einmal ganz, ganz herzlich zu einer Single-Botschaft hier für dich. Und zwar, was kommt jetzt ab dem jetzigen Zeitpunkt einhergehend mit dem Neumond am 13.03. bis zum 28.03.? Was geschieht jetzt in deinem Single-Leben? Der Neumond hat eine besondere Energie der Wahrheit, der Klarheit, des Neuen, was beginnen möchte. Aus diesem Grund möchte ich jetzt ganz gerne für dich die Karten erbitten, was jetzt auf dich zukommen möchte. Bevor ich hier starte, ein riesengroßes Dankeschön an jeden einzelnen von euch. Vielen lieben, recht herzlichen Dank. Ich starte jetzt für dich. Alle Kartendecks findest du in der Infobox, sowie diverse andere Dinge, die ich anbiete, einmal auf der Website. Ich werde im Anschluss für dich in die Deutung übergehen. Noch einmal. Jeweils wurden hier zwei Karten raus. Ich werde das Ganze hier noch etwas umstellen. Ich habe das hier noch etwas umgestellt. So, meine Liebe, mein Lieber, ich starte jetzt einmal für dich. Ich bekomme, dass der eine oder andere hier noch Sorgen hat. Sorgen hat, denn wir haben hier das Karma, das Schicksal, das heißt das Universum, das Göttliche. Möchte dir eine Person in dein Leben schicken, ja? Aber hier ist eine Gegebenheit, die du aus der Vergangenheit loslassen darfst. Du selber ziehst hier etwas in die Länge, aufgrund dessen, dass du dir Sorgen machst. Du befasst dich hier mit Dingen, die dir nicht gut tun. Ja, du hast hier in gewisser Weise irgendwo Angst. Angst, in etwas zu gehen, was du ja eigentlich so vom Kopf her möchtest. Das heißt, du sagst dir selber, ich bin bereit für eine Partnerschaft, aber dein Unterbewusstsein hat hier noch gewisse Ängste, weil diese Person, wonach du suchst oder wo du den Wunsch hast, dass du jetzt in eine Partnerschaft gehst, ist eigentlich schon auf dem Weg. Ja? Aber hier sind Belastungen, die du wirklich loslassen darfst. Das ist ganz, ganz wichtig, und zwar deine Vergangenheit. Deine Vergangenheit öffnet dich hier bitte für etwas Neues. Ja? Öffne dich für Möglichkeiten und Gegebenheiten. Du verlängerst das Ganze, ja, wie eine Endlosschleife, in der sich der eine oder andere gerade befindet. Und das bekomme ich hier für die Mehrheit, ja, wo du hier als Single schaust. Ich habe die Kraft, Nein zu sagen und zu gehen. Das heißt, das Kreuz steht auch für die Vergangenheit. Einen langen karmischen Weg gegangen zu sein. Und das darfst du jetzt diesbezüglich beenden. Du darfst etwas, was dich noch hindert daran, diese Person anzunehmen, ja, das darfst du loslassen. Denn die Kommunikation ist auf dem Weg. Es finden Begegnungen statt, wenn du es zulässt. Ganz, ganz wichtig, weil wir die Schlange in der Hauptenergie haben. Das heißt, du hast noch unterbewusst diese Dinge einer vergangenen Partnerschaft oder in Gegebenheiten, was einmal stattgefunden hat. Ja, das können hier mit Partnern gewesen sein. Entweder hier war sehr viel Eifersucht da oder jemand, der dich belogen hat, betrogen hat, hintergangen hat. Oder aber auch, wo du Schlechtes mit erlebt hast. Ja, also bereite dich hier bitte für etwas Wundervolles vor. Es möchte etwas im Jetzt in dein Leben kommen. Wir haben hier auch das Kreuz. Beende bitte deinen Leidensweg, dass du dich hier öffnest für diese neue Möglichkeit. Ja? Im Hinblick dessen, dass du erkennst, dass du selber erkennst, dass du das wahrhaftige Leben möchtest. Nur dann kann diese Person in dein Leben geschickt werden. Denn wir haben hier
nicht nur mit dem Schiff, auch mit dem Brief, die Kommunikation. Und die Kommunikation möchte stattfinden. Und zwar eine Kommunikation, die aus Geben und Nehmen besteht, wenn du bereit bist, wenn du dich öffnest. Ja? Die achte Stäbe ist eigentlich schon, dass die Kommunikation auf dem Weg ist. Das Göttliche, das Universum schickt dir jetzt eine Person in dein Leben. Das kannst du auch nicht mehr aufhalten. Ja? Hier ist es nur wichtig, dass du bereit bist zu sehen, bereit bist zu erkennen, wenn diese Person dir im Außen begegnen wird. Ja? In jeglicher Form, wie diese Person in den Kontakt mit dir treten wird. Es ist wichtig, dass du erkennst. Denn wenn du zumachst, dann kannst du nicht sehen. Es ist wichtig, dass du hier nicht vorbeilaufst. Das bekomme ich hier gerade rein. Denn die achte Stäbe steht für Kommunikation. Und dass hier Amor im Grunde genommen unterwegs ist, aber du dich auch treffen lassen darfst. Ja, im Hinblick, dass du vertraust, dass du rausgehst aus deinen Sorgen. Zu viel, dass du skeptisch bist. Ich sehe hier die Skepsis. Ja, du bist skeptisch und weißt nicht richtig. Und hier ist es wichtig, dass du vertraust. Auf das Geben und Nehmen vor allem. All das, was du in der Vergangenheit hier erfahren hast, darfst du jetzt loslassen. Hier nähert sich ebenfalls eine Person. Ja, und in der Vergangenheit hast du hier gewisse Erfahrungen gemacht, die gegeben hat, nicht auf selber Augenhöhe stattgefunden hat. Aber im Jetzt darfst du vertrauen, hier ist jemand. Und diese Person wird sich dir nähern. Nur ist es wichtig, dass du diesbezüglich auch erkennst. Ja, denn hier möchte dir jemand auch diese 10er Kelche reichen. Aber du läufst weg, man läuft davon. Ja, deswegen ist es ganz, ganz wichtig, dass du im Jetzt dich dafür entscheidest. Sprich, dass du dein Herz öffnest. Öffne dich für diese Person, die jetzt in dein Leben kommen möchte. Gleichzeitig haben wir hier die 9er Kelche. Ja, hier ist es auch so, dass du hast hier noch eine gewisse Blockade und die darfst du ablegen. Es ist eine Person, die sehr mitfühlend ist. Eine Person, die dir zuhört, eine Person, die für dich da sein möchte, ja, also alles auf selber Augenhöhe, eine Person, die du vertrauen kannst. Aber du bist hier skeptisch, du bist skeptisch und schaust etwas weg. Heißt auch gleichzeitig, dass du diese Person nicht näher an dich heranlässt, ja. Also hier bitte darauf achten. Im Außen, auf Gegebenheiten, wenn es zu Kontakten kommt, irrelevant, welche Form das stattfinden wird. Das kann hier unterwegs sein mit dem Auto, das kann in der Ampel sein, das kann auf einer Reise auch sein, das kann im Flugzeug sein, ja, Reisen sind möglich. Es kann sein in der Öffentlichkeit, in einem Park, beim Einkaufen, über Social Media. Schau bitte für dich, in jeglicher Form möchte hier etwas stattfinden und du darfst dich diesbezüglich öffnen. Habe keine Sorge. Lass bitte deine Sorge, ja. Öffne dich, denn diese Person ist ja bereit. Also diese Person, die in dein Leben geschickt wird, ist ja schon vorbereitet, mehr oder weniger auf diese Begegnung. Ja, das bekomme ich hier ganz stark so rein, dass du im Hinblick dessen auch bereit sein darfst, dieses anzunehmen, diese 9er Kelche, weil eigentlich möchtest du sie ja leben. Aber wenn du hier in der Skepsis bist, kann es nicht geschehen. Ja, deswegen ist es ganz, ganz wichtig, dass du erkennst und siehst. Dass du wahrnimmst, Maß gefallen lassen, ja? Und das ist nicht im negativen Sinne, sondern im positiven Sinne. Vertraue, ja? Erlange hier wieder Vertrauen. Dann haben wir hier das unbekannte Meer. Das, was ich zu Anbeginn schon sagte, dass das Unbekannte schon auf dem Weg zu dir ist und du darfst es erkennen. Folge deinen Herzenswünschen. Schau mal, dieses Kind hat Wünsche und Träume. Ein Kind, irrelevant was passiert, ein Kind gibt seinen Wunsch, seinen Traum nie auf. Ein Kind glaubt immer an diese Erfüllung des Wunsches. Und in diese Energie darfst du jetzt kommen, ja? Lass deine Wünsche und Träume Wirklichkeit werden. Vertraue darauf, weil wir haben hier das Universum, also dass sich dein tiefster Herzenswunsch jetzt in Erfüllung bringen wird. Und das bekomme ich hier für viele, wo du jetzt wirklich bereit bist, diese Begegnung zuzulassen. Dann haben wir hier Hilfe von oben. Ja, also alle Karten sagen dasselbe. Es ist schon jemand auf dem Weg zu dir. Lass dir helfen im Hinblick dessen, dass du deine tiefsten Herzenswünsche, was du dir ganz, ganz fest wünschst, lass es geschehen und insbesondere
in diese Zeit vom Neumond bis zum Vollmond, weil wir haben den Vollmond hier darauf. Es wird ganz, ganz viel geschehen. Arbeite, wenn du möchtest, auch mit dem Wunschtuch. Ja, hier möchten deine Träume in Erfüllung gehen. Ganz, ganz wichtig, dass du daran glaubst, dass dieser Wunsch in Erfüllung gehen wird. Nur wenn du nicht vertraust, was ich auch immer und immer wieder betone, vor allem dir selber nicht vertraust, das Göttliche, das Universum, dir eigentlich das Wundervollste in dein Leben schicken möchte, und du es aber versperrst, du zumachst, du dein Herz nicht öffnest, kann es nicht geschehen. Da kann der tollste Mensch in dein Leben treten, vor dir stehen, wenn du aber nicht bereit bist, ihn oder sie anzunehmen, wird er oder sie wieder gehen. Ganz, ganz wichtig, die Hilfe von oben ist unterwegs. Du bekommst die Hilfe und Unterstützung, wenn du Vertrauen hast. Ja? Vertraue auch diese Person. Denn hier ist jemand, ja, das heißt, es kommt jetzt jemand in dein Leben geschickt. In Seelenpartnerschaften bist du ja ebenfalls Single. Und hier ist ja jemand in Seelenpartnerschaften, er oder sie denkt gerade an dich und liebt dich. Hier sind schon telepathische Verbindungen. Also schau mal bitte individuell für dich, wo du Sorge hast, wo du Angst hast, wo du in der Skepsis bist. Ganz, ganz wichtig. Und wir haben das Vertrauen. Und das ist all das, was ich vorhin schon sagte. Habe bitte diesbezüglich Vertrauen. Es möchte hier eine neue Person in dein Leben treten. Und jetzt darfst du die Kraft haben, altes, vergangenes, schmerzhaftes gehen zu lassen. Es darf gehen. Es darf der Vergangenheit angehören, um jetzt in etwas Neues zu gehen. Weil es kann sein, dass hier jemand auf dich zukommt oder vielleicht auch zugekommen ist und du dich gleichzeitig hier fühlst, wie vergiftet, ja, dass du aufgrund deiner vergangenen Erfahrungen gleich denkst, dass er oder sie genau das möchte, was diese Person aus der Vergangenheit ebenfalls von dir gewollt hatte. Nein, es waren vergangene Themen, die geschehen sind, damit du jetzt in dein Glück gehen kannst. Und wir haben das Glück in Kopflage. Wir hatten es jetzt in der vergangenen Legung auch gehabt, vor ein paar Tagen. Da hatten wir auch den Klee in Kopflage, wo ich sagte, nutze deine Chancen und Möglichkeiten. Nimm wahr. Ja? Und es ist wichtig, dass du jetzt erkennst. Und deswegen betone ich es auch immer und immer wieder. Hier ist die Sonne. Es kommt Harmonie in dein Leben. Es kommt Freude in dein Leben. Glück, Leichtigkeit. Ja? All das, was ich hier schon gezeigt hat mit dieser Karte, wenn du es zulässt, wenn du diesen Wunsch geschehen lässt, ja, also habe bitte keine Sorge, schau mal bitte, wie dieses Kind diesen Stern festhält, ganz stark an ihrem Herzen festhält und weiß, dass dieser Wunsch in Erfüllung geht, ja, und hierfür kannst du ebenfalls, das kannst du gleich machen, wenn du zu Bett gehst oder je nachdem, wann du die Legung schaust und diesbezüglich sende diesen Wunsch an das Universum ab und habe Vertrauen, dass diese Person im Jetzt in dein Leben treten wird. Vorausgesetzt, du vertraust. Denn es wird hier definitiv so sein. Das liegt schon hier. Es liegt hier, dass ein Mensch in dein Leben kommen wird. Vielleicht bist du auch in dieser Energie, dass du kurz davor bist, wirklich aufzugeben. Ja, dass du hier diese Kraft nicht mehr hast. Gib hier nicht auf. Es möchte sich jetzt dein Wunsch in Erfüllung bringen. Und vielleicht hast du hier auch mit dem Wunschdruck gearbeitet und diesbezüglich wird jetzt eine Person in dein Leben treten. Und einmal nochmal mit der Karte die telepathischen Verbindungen. Er oder sie denkt gerade an dich und liebt dich. Ich wünsche dir hiermit alles, alles Liebe, eine wundervolle Zeit, für dich umarmt. Bis dahin.